So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Show and Play Minecraft. Ich glaube, das ist Folge 9 und wir können heute nur eine kurze Aufnahmesession machen, so ungefähr eine halbe Stunde bis Stunde, je nachdem. Denn heute gibt es ein kleines Experiment, wie ihr vielleicht sehen könnt. Und zwar seht ihr mich, den echten Droid Boy. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Wie ihr außerdem sehen könnt, befinden wir uns hier auf einem Teil der Welt, den ihr vermutlich noch nie zuvor gesehen habt in Welt 25. Denn hier war ich tatsächlich auch noch nie. Wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, dann wisst ihr, dass wir zunächst unterwegs waren in Mission. Und zwar, stimmt ja gar nicht, wir waren nicht unterwegs, wir waren einfach nur zu Hause und haben aber ein wunderschönes Blumenbeet angefangen. Und ihr habt es vielleicht auch mitbekommen, seit irgendeiner neuen Minecraft-Version gibt es mehrere verschiedene Blumensorten. Also bin ich mal losgezogen, und zwar ohne Aufnahme, und habe einfach mal hübsch nach Blumen gesucht und wirklich diese traumhafte Blumeninsel gefunden. Ich komme mir vor wie auf einer Insel im Bodensee. Wirklich sehr, sehr geile, schöne Blumen. So, jetzt droppt gerade die Framerate wie Sau. Das kann jetzt natürlich ein bisschen passieren, also nicht wundern. Das ist ja, wie gesagt, auch ein kleines Experiment und ihr seid live dabei, während ich Blümchen sammle. Sehr aufregend. Und es gibt wirklich mittlerweile sehr viele unterschiedliche Blümchen, muss man sagen. Ja, und das Experiment ist, dass die Kamera dabei ist. Heute leider wieder das etwas schlechtere Mikrofon. Aber ihr könnt mich immer noch verstehen, hoffe ich jetzt einfach mal. Und wir sammeln fleißig Blümchen. Unser Inventar sieht mittlerweile so aus. Wir haben wirklich alles rappelvoll mit Blümchen. Da kommen wir auch gleich drauf. Aber wir müssen natürlich erstmal hier das wieder auf normal stellen. Und unser Inventar ist voll. Und deswegen werden wir uns hier gar nicht lange aufhalten, sondern uns schnurstracks wieder nach Hause begeben. Denn wir haben in der Tat eigentlich alles, was wir wollten, gesammelt. Wir können hier noch so ein bisschen nebenbei was mitnehmen. Aber ganz ehrlich, unser Inventar ist pickepacke voll mit Blümchen. Und wir machen uns jetzt wieder auf den Heimweg. Ich kann es gar nicht erwarten, endlich nach Hause zu kommen. Denn wir haben in der Tat nicht nur tolle Blümchen gesammelt. Tulpen unterschiedlicher Couleur, Rosenbüsche und noch andere tolle Sachen, über die wir gleich sprechen können. Jetzt aber müssen wir erstmal auf Nummer sicher gehen und uns hier hinaus befördern. Ich schaue gerade mal, ob wir noch Bötchen am Start haben. Nein, keine Bötchen am Start. Das heißt, wir bauen uns jetzt erstmal ein paar Bötchen. Ungefähr zwei, würde ich mal sagen. Und mit den Bötchen, das reicht hier natürlich mal wieder nicht. Ja klar. Falsche. So. Noch eins, das müsste dann reichen. Und mit dem Bötchen begeben wir uns dann nach Hause, denn wir sind natürlich übers Meer wohin gefahren. Wir haben ja keine andere Möglichkeit gehabt so far. Und das bedeutet halt auch, okay, wir lassen hier ein bisschen was stehen. Das macht aber nichts. Wir haben so viele tolle Sachen gesammelt. Das können wir ohne Probleme verkraften. So, schön zack auch ins Bötchen. Und ich hoffe, wir zerschellen hier nicht gleich. Denn das scheint hier wohl eine echt enge Schlucht zu sein. Und hoffentlich kommen wir überhaupt raus. Ach, scheiße. Das ist doch ein Mist. Naja. Also hier haben wir noch eine Sandbank. Die müssen wir jetzt noch überwinden. Ja. So, nächstes Boot. Deswegen habe ich zwei gemacht. Und dann hoffe ich, gibt das nicht eine allzu langweilige Fahrt hier über den Ozean. Auch wenn die Reflexionen auf der Wasseroberfläche wirklich ein Traum sind, muss man ja mal sagen. Dank der neuen Shader. Wir begeben uns jetzt also auf große Fahrt und die Monster sind eingeschaltet. Deswegen ist es auch ganz cool, dass wir auf dem Wasser sind. Ich war vorgestern unterwegs. Oh, ihr hört vielleicht was knattern. Ich tue mal schnell das Smartphone weg. Alright, war ich auf großer Fahrt hier über das Meer und habe nach Blümchen gesucht. Habe in der Zwischenzeit auch andere Dinge gefunden, wie zum Beispiel neue Baumsorten, denn es gab nicht nur neue Blümchen
So, wo fahren wir hier hin? Sondern auch... Kommen wir da vorbei? Sondern auch neue Baumsorten. Und das finde ich ganz cool. Es gibt zum Beispiel dunkle Eiche. Ja, die wächst nicht nur wesentlich höher, sondern auch dicker. Und ist auch von der Färbung her ein bisschen dunkler. Und ich hoffe, dass es nicht so dunkel ist wie zum Beispiel Fichte oder so rötlich wie Dschungelholz. Und ich hoffe, dass es aber ein sehr schönes Holz ist, mit dem man ein bisschen was Geiles bauen kann. Und wir können dort auf weniger Fläche auch gleich mal mehr... Ja, da haben wir uns wieder selbst eingesperrt. Da müssen wir hier außen rumfahren. Das Problem wird dann, wenn es dunkel wird, dass wir gar nicht mehr sehen, wo wir hinfahren. Denn dank der Shader ist es wirklich, wirklich richtig dunkel geworden, muss man leider sagen. Eigentlich ja cool, weil dann ist es halt einfach auch mal ein bisschen gefährlich. Und wie in echt, ja. Also bisher war es halt so, dass man halt einfach dann das nochmal weiter gesehen hat, wo man hinfährt. Aber wenn es einfach verdammt nochmal stockdunkel ist, dann sieht man nicht, wo man hinfährt. Also kein Problem damit im Grunde. Aber das stellt uns natürlich vor neue Herausforderungen. Und da muss man erstmal gewachsen sein. So, hier ist die untergehende Sonne demnächst. Und wir müssen jetzt mal das Ende dieser Insel finden. Das wird natürlich schon ein Stückchen Weg sein, den wir jetzt auch zurückzulegen haben. Und ich schaue jetzt auch mal, vielleicht mache ich hier eine Special Folge 9 draus. Das letzte Mal ja fälschlicherweise die Folge 8 als Folge 7 betitelt. Ja, weil ich einfach lange nicht mehr gezockt hatte. Diesmal aber ist ganz klar die Folge 9. Und dann kommt auch schon bald die Folge 10. Und das ist natürlich... Warum ist mein Boot kaputt gegangen? Was war da? Habt ihr gesehen, warum mein Boot kaputt gegangen ist? Nein, oder? Aber es wird dunkel. Und wisst ihr was? Ich habe echt keinen Bock, dass wir gleich von Monstern zerfetzt werden. Deswegen machen wir jetzt hier mal schnell ein Nothäuschen. Und natürlich müssen wir auch mal Fackeln hinstellen. So. Und da habe ich auch ein bisschen Angst, muss ich sagen. Denn das ist jetzt ja praktisch wie in einer neuen Welt. Und dieses Gras nervt auch ohne Ende. So. Ein kleines Häuschen müsste eigentlich reichen. Ja. So klein wollte ich es nicht machen. Ja, dann bauen wir uns mal hier schön ein. Mit unserem neuen Holz. Können wir dann gleich mal ordentlich verschwenden. Und, tja, dann können wir uns gleich mal ein bisschen was überlegen, was wir dann hier machen. In der kleinen Höhle, die wir uns dann hier gebaut haben. So, fast sicher. Ein Bett haben wir natürlich nicht am Start. Und sehr gemütlich ist es hier drin auch nicht. Aber so ist das nun mal, wenn man in echt spielt, also mit Monstern. Und deswegen habe ich damit auch überhaupt kein Problem. Die ersten Hühner sind schon da. Wir werden jetzt hier mal versuchen, gleich mal einfach ein bisschen in den Untergrund zu graben, würde ich mal sagen. Denn im Untergrund befinden sich meist interessante Dinge. Und die werden wir jetzt mal erforschen. Wenn wir schon nicht im Tageslicht arbeiten können, können wir ja unter der Erde so ein bisschen was machen. Ja, also unser kleines Experiment heute mit Webcam. Ich werde mal schauen, inwiefern das überhaupt gut aussieht. Ich werde auch versuchen, ein paar Filter drüber zu legen. Ist ja für mich auch alles hier so ein bisschen Experiment. Und ich guck mal, habe ich überhaupt noch Kohle? Kohle habe ich keins, das heißt, wir können genau 25 Fackeln tief gehen. Wollen wir nochmal schauen, wie weit wir da kommen. Denn ich habe da auch nicht großen Bock, hier ohne Kohle in der Dunkelheit rumzulatschen. Und ich hoffe ja, in den nächsten 10 Minuten geht die Sonne wieder auf. Wenn das Spiel gut programmiert ist, dann tut es das auch.
Ja, habt ihr, guckt ihr zufällig die Fußball-WM? Das wäre nämlich mal ein aktuelles Thema, was man sprechen könnte. Die Fußball-WM, gerade vor dieser Aufnahme habe ich noch gesehen, wie Frankreich die Schweiz abgezockt hat. Tja, groß Mitleid habe ich nicht, aber das war schon echt krass, wie die Schweizer da auch noch beim 5 zu 0 kämpften und versucht haben, irgendwie ein Tor zu machen. Tatsächlich, die haben echt noch zwei Tore geschossen. Respekt mal. Das ist wie wenn du extrem tief in Minecraft irgendwo verbuddelt bist, fünf Creeper um dir rum hast und sagst so, yeah, und ich nehme es jetzt mit euch auf. Das nennt sich Spirit und deswegen Respekt für Otto Rehhagel und sein Team, dass sie da noch irgendwie versucht haben, was rauszuholen. So, ich glaube, tief genug sind wir, damit wir auf Kohle stoßen. Ich würde sagen, wir gucken mal, ob wir hier irgendwo noch Kohle finden. Eisenerz haben wir natürlich schon gefunden. Können wir jetzt allerdings gerade gar nicht brauchen. Und Kohle. Ja, die Fleißigen, die wir haben auch Glück. So, wunderbar. Das wird auch wirklich reichen. Gerade die, es wird gerade mal die Fackeln wieder reinholen, die wir jetzt hier für den Tunnel gebraucht haben. Und das sieht mir auch schon wieder aus, als wäre da gleich das Meer. Deswegen werden wir uns diesen Sandklotz erstmal sparen, bis wir hier ordentlich abgebaut haben. So. Ja, wie ich es befürchtet habe. Und ich kann keine Kohle aufnehmen. Das ist natürlich auch super, ja, weil ich habe mein Inventar natürlich voll mit coolen Sachen. Ja, das können wir natürlich stacken. Nee, aber Cobblestone brauchen wir wirklich nicht. Nehmen wir mal die Kohle mit. So, ja. Ja, wie ich es befürchtet hatte, hier kommt das Meer. Schwemmt uns gleich mal weg. Haben wir irgendwas, um das Loch zu stopfen? Außer Holz? Nö. Ja gut, dann machen wir eben. Dann nehmen wir eben Holz. So, ein bisschen Kohle haben wir gefunden. Ich schau mal kurz hoch. Was haben wir denn draußen für ein Wetter? Ich hätte eigentlich mal noch ein Fenster reinmachen sollen, um zumindest ein bisschen zu sehen, wie das Wetter da draußen ist. Mal kurz rausgucken. Ja. Schaut gut aus. Ich sehe keinen Mond. Der müsste vermutlich da hinten irgendwo sein. Wir machen mal das Loch wieder zu und gehen nochmal eine Runde runter. Kurz noch in die andere Richtung schauen und dann geht's weiter. Hier unten haben wir hoffentlich genügend Fackeln am Start. Kein Bock hier dann noch eine Überraschung zu erleben. So, wie viele Werkzeuge haben wir denn noch? Okay, eine Spitzhacke. Das heißt, da sind wir auch nicht so super geil aufgestellt. Aber das sollte kein Problem sein. Wir wollen ja hier nur einfach nur kurz die Wartezeit im Tunnel überbrücken. So, und gleichzeitig unsere Kohlevorräte auffrischen. Wir wissen nämlich ehrlich gesagt gar nicht, wie lange wir jetzt hier unterwegs sein werden, denn ja, ich bin schon echt ein gutes Stück mit dem Boot gefahren. So, und hier tropft es, glaube ich. Werden hier mal kurz eine Probebohrung machen. Aha, Sandstein. Hier kommt dann Sand, das heißt, da wird dann vermutlich dann auch gleich die das Wasser kommen. Das Meer. So. Was wir dann auch mal gleich tun könnten, wäre hier drin ein Crafting Table zu bauen, weil wir müssen ja dann auch wieder ein Boot craften. Ne? Und den anderen haben wir stehen gelassen. Da lobe ich mir, dass wir tatsächlich nicht, sondern dass wir halt unser unseren Crafting Table haben stehen lassen, beziehungsweise dass wir so viel Holz gesammelt haben. Da macht es gerade überhaupt nichts aus, dass wir hier ein bisschen verschwenden. So, Wetter draußen. Immer noch ein wenig dunkel. Das ist schlecht, aber so ist das nun mal bei Minecraft. Tja, Fußball-WM war das Thema. Für welche Mannschaft seid ihr? Vermutlich für Deutschland, könnte aber auch die Schweiz gewesen sein. Dann habt ihr heute vermutlich einen schlechten Tag gehabt. Aber es gibt echt keinen Grund, deprimiert zu sein, denn den Schweizern geht es immer noch besser, wie zum Beispiel den Spaniern, die ja gestern rausgeflogen sind.
Und die Schweizer haben noch eine Chance, durch gute Arbeit den nächsten Spielen mit ein bisschen Schützenhilfe auf jeden Fall noch durchzukommen. Aber ja, dauert halt noch ein bisschen. Ich weiß ja nicht, inwiefern ihr euch überhaupt für das Thema Fußball interessiert. Vielleicht hat es euch auch mal sehr interessiert. Ist ja so, dass Fußball, FIFA, Fußball-WM gar nicht so ein unkritisches Thema ist, weil nämlich, naja, die FIFA auch teilweise echt ein schäbiger Verein ist, muss man leider sagen. Die haben so unfassbar viel Geld auf der hohen Kante liegen. Naja, das eines der nächsten Länder, wo die WM ausgetragen wird, ich glaube in 8 Jahren ist das, ist Katar. Und da kann man sich zu Recht fragen, wie um Herrgotts Willen die auf die Idee gekommen sind, dort eine Weltmeisterschaft auszutragen. Tja, und die Vermutung ist, es floss ein bisschen Geld. Das kann man nicht beweisen, aber unser Kaiser, der Herr Beckenbauer, sollte neulich dazu befragt werden und er reagierte etwas verdächtig, muss man mal sagen, indem er nämlich einfach sagte, nö, interessiert mich nicht so sehr. Huch, tja, die festgestellt hast, die Einrastfunktion wollen sie aktivieren? Nein. Der reagierte da etwas seltsam, so nach dem Motto, Bestechung? Ja, da sind sie bei mir an der falschen Adresse. Tja, schauen wir mal. So, ich sehe hier gerade, die Sonne geht auf. Ich höre auch keinerlei Monstren. Ich sehe auch nicht ein einziges Monster, obwohl ich ja eigentlich Monster eingeschaltet habe, aber die spawnen vielleicht einfach nicht. Finde ich ein bisschen seltsam, muss ich mal sagen. Vielleicht sind die Monster auch kaputt. Es sind überhaupt keine Monster zu sehen. Das bedeutet für mich natürlich jetzt Glück auf. Habe ich Glück gehabt. Dann machen wir mal noch ein paar Fäckelchen hier an den Turm, an unser kleines Häuschen, damit wir, sollten wir jemals zurückkommen, das auch gleich aus der Entfernung sehen, dass wir hier einen Shelter haben. So, liebes Hütchen, und weiter geht unsere Reise hier auf dem Meer. Wir könnten zwischendurch mal ein bisschen was essen. Steaks. So, und auf geht's und weiter geht's. Wir fahren aber in die falsche Richtung. Denn es geht eigentlich da lang. Ja, Fußball-WM immer noch das Thema. Ihr habt sicherlich das Deutschland-Spiel gesehen, da haben wir ja großartig gespielt. Und naja, jetzt ist halt die Frage, klar, Fußball gucken und so zusammen macht schon eine Menge Spaß, kann man auch Bier trinken. Ist ja schon auch irgendwie eine coole Sache, wenn man einfach einen Grund hat, zusammen für irgendetwas zu sein. Auf der anderen Seite ist es dann so, dass die FIFA, dadurch, dass das Ding in Katar gebaut wird und die da so nicht so ganz so viel Einfluss drauf haben, auch ein Stück weit Sklaverei, moderne Sklaverei unterstützen. Und zwar ist es so, dass in Katar, um diese wahnsinnigen Dinger in der Wüste zu bauen, naja, da werden halt aus Indien und Pakistan Billiglöhner eingekauft. Und damit die nicht abhauen, müssen die ihre Personalausweise im Büro des Arbeitgebers abgeben. Und naja, die können erst dann ausreisen, wenn sie. Kommen wir da durch? Wenn sie. Wenn sie ihren Personalausweis dabei haben. Das kann ja nicht wahr sein. Faktisch ist es also so, dass die eigentlich moderne Sklaven sind. Das muss man ganz klar sagen. Das ist also echt unter aller Sau. Und dadurch, dass wir so toll jubeln und hier Fahnen kaufen von unserem Land und so weiter, unterstützen wir das auch indirekt. Na, natürlich gehen auch Gelder dadurch an die FIFA. Und das ist halt die Frage, ne? Willst du das oder willst du das nicht? Also ich muss ja sagen, eigentlich habe ich darauf gar keinen Bock. Trotzdem ist es cool, die Weltmeisterschaft anzuschauen. Irgendwie habe ich einen leichten Lag, glaube ich. Deswegen reagiert mein Bötchen auch da ein bisschen seltsam. Ja.
man muss also dagegen sein. Aber eigentlich hat man den meisten Einfluss auf die FIFA, indem man weiß, was dort geht. Also schaut euch die Weltmeisterschaft an. Das ist meine persönliche Meinung. So, wir hatten gerade eben nur 2 Lags pro Sekunde. Zwei Lags. Das wäre schön gewesen. Einen fetten Lag. 2 Bilder pro Sekunde. Und jetzt haben wir auch schon über 20 Minuten am Start. Jetzt werde ich mal schauen, inwiefern wir hier tatsächlich ruckelfrei weiterkommen. Weil sonst mache ich hier nämlich nach 30 Minuten Schluss. Dann gibt es eine etwas längere Folge. Also Episode 9, Folge 1. Auf dem Weg nach Hause. 30 Minuten lang. Und ihr könnt dann Folge 2 bis 5 später nochmal nachschauen. Wenn ich hier dann zu Hause bin, gibt dann also eine neue Aufnahmesession. Weil das ist natürlich eigentlich unspielbar mit so einem Lag. So, das bedeutet aber auch, dass wir eventuell nicht mehr so eine Cam haben oder ich muss dafür einen Ersatz finden. Aber das soll nicht euer Problem sein. Ich werde mir jetzt nochmal schnell ein Bötchen bauen. Wieder mal versuchen, hier irgendwie mal endlich mal ein Stückchen vorwärts mich zu bewegen mit dem Boot. Das dauert ja echt unfassbar lange und ständig geht man kaputt. So. Dankeschön, Crafting Table. Es war schön mit bei dir, aber... So. Ja, es laggt schon ziemlich. Das heißt, ich werde jetzt hier erstmal die 30 Minuten voll machen. Schön nochmal in diese Richtung fahren und hoffen, dass jetzt keine Insel kommt, an der ich wieder zerschelle. Wenn ihr Glück habt, werdet ihr in den nächsten 9 Minuten Zeugen unserer Ankunft sein zu Hause. Wenn nicht, wird es wahrscheinlich nochmal Nacht und wir müssen uns an irgendeine Insel retten und hoffentlich wird man dort nicht von einem Monster zerbombt. Aber so ist das eben bei Minecraft. So ist das eben bei Minecraft. So, wir haben noch 3 Bilder pro Sekunde. Und schon wieder ist mein Boot kaputt gegangen. Man weiß nicht genau warum. Ich würde sagen, wir beenden die Aufnahme jetzt gleich mal, wenn ich an diese Insel hier vorne gekommen bin. Und ihr seht hier zum Beispiel auch coole neue Bäume. Das sind Akazienbäume. Die sehen echt geil aus. Cooles rotes Holz. Werde ich euch dann zeigen, wenn ich wieder zu Hause bin. Das mal so eine kleine Experimentierfolge zwischendrin. Ich hoffe, es hat euch trotzdem irgendwie unterhalten und gefallen. Und ja, wir gehen jetzt mal hier hoch noch zu den Akazien, damit ihr die mal noch mal ein bisschen von der Nähe seht. Im Falle ihr sie noch nicht gesehen habt, wovon ich aber eigentlich ausgehe. So, ja, sehen auch sehr lustig aus, wie die da so praktisch auf Kante sind irgendwie. Aber auch irgendwie eine schöne Idee. Ja, da würde ich sagen, erstmal herzlichen Dank, dass ihr diese Aufnahmesession beigewohnt seid. Und schreibt es in die Kommentare, wie es war. Abonniert mich und drückt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen für Folge 9, Episode 1. Show and Play Minecraft mit Droidboy, da bin ich. Macht's gut, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Tschüss!